Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. In keiner Mod, leider. Aber wir machen heute wieder eine Kassen-Challenge. Und zwar ist die heutige Kassen-Challenge von Elkars. Und sie nennt sich Black Hole. Ja, wir haben von Anfang an Ludovico, Yves Mascara, Polyphemus und diesen komischen grauen Magneten. Der macht, dass die Gegner angezogen werden. Da Yves Mascara bei mir aber irgendwie nicht funktioniert hat, habe ich mir noch Lamp of Coal gegeben. Dadurch wird die Träne auch nochmal extrem viel größer. Ihr merkt schon, wenn wir halt weiter wegstehen, dann wird das immer größer. Und Gegner werden halt angezogen. Unser Schaden ist sehr, sehr hoch. Jetzt hat Yves Mascara auch funktioniert. What? Eben in der Probe, als ich das getestet habe, wie das denn ist, da hat Yves Mascara nicht funktioniert. Okay, egal. Dann haben wir jetzt noch ein Lamp of Coal. Dann ist das jetzt recht ein schwarzes Loch. So, und wir machen auf jeden Fall sehr viel Schaden. Dafür ist halt die Träne jetzt nicht ganz so schnell, wegen halt Yves Mascara. Ach was, Herzen und sowas werden auch davon angezogen? Okay, cool. Und eigentlich müssen wir gar nichts machen, weil... Oh. Okay, ausweichen sollte man dann doch vielleicht noch. Weil die Gegner eigentlich angezogen werden müssen. Wurde der jetzt aber zum Beispiel nicht. Naja, ja. Na gut, immerhin sind wir jetzt ein bisschen schneller geworden. Ich verstehe das ganze Zeug hier nicht. Die werden gar nicht angezogen, was ist das? Ist das nicht der? Moment. Gibt es noch einen anderen Magneten? Enemies and Pickups are now magnetically attracted to Isaac Tears. Doch, das ist der. Ja gut. Ich habe keine Ahnung, warum die Gegner nicht angezogen werden. Ich meine, der Schlüssel wird ja angezogen. Also bei dem funktioniert das. Wieso funktioniert das bei den Gegnern nicht? Ah doch, die werden doch angezogen. Waren die einfach nur zu groß, diese anderen, die da eben waren, oder wie? Oh Gott. Ich verstehe das nicht. Oh nein, bleib hier. Oh Gott. Schneller, schneller. Oh, okay. Das war auch fast nicht knapp. So, wo geht's denn hier mal weiter? Oh, Lag. Geil. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen Lag. Nur weil ich gerade angeschrieben worden bin, oder was? Na gut. Ah, doch, die werden doch angezogen. Dann funktioniert ja alles. Der ist ja ehrlich gut. Hä, ist das nächste Erlebende? Nö, Quest of the Lost haben wir nur. Ach, da ist auch schon der Boss. Okay, komm, meine Träne. Mein schwarzes Loch, der verdammt ist. Komm her. Finde ich schade, dass wir jetzt nicht das da ganz oben sehen. Wenn wir ganz unten links stehen und die Träne nach ganz oben rechts machen, dann müsste die eigentlich richtig, richtig riesig sein. So, wir sollten vielleicht auch nicht so weit weggehen von unserer Träne. Das wäre... Alter, wieso laggt das denn gerade so? Weil die Träne so groß ist, oder warum? Voll merkwürdig. Oh Gott, ich mach mein Spiel kaputt mit euren Challenges. So. Ja, das einzig Schlechte ist halt an dieser Challenge, dass die Träne so langsam ist. Aber ansonsten machen wir halt richtig viel Schaden. Und auch sonst ist alles Töfte. So. Schnelligkeit haben wir jetzt auch durch unser Trinket. Das passt alles. Jetzt machen wir nur noch eine Karte oder so. Achso, und mir wurde verboten, dass ich Gabi werde. Und mir wurde verboten, dass ich in goldene Räume reingehe. Deswegen habe ich die goldenen Räume einfach mal ausgestellt. Und dass ich nicht Gabi werde, das sollte ich auch schaffen. Oh Gott. Na, lass mich raus hier. Das bedeutet aber auch, wir müssen gar nicht erst... Es laggt wirklich richtig doll. Manchmal. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video sieht, aber es laggt wirklich. Ich weiß gar nicht, was... Ach, keine Ahnung. So, oh, wow. Gut gemacht, Izzy. Nehmen wir das mit. Nehmen wir das mit. Die satanische Bibel ist immer gut. Ja, jetzt sind wir der wahre Meister des schwarzen Loches. The real master of the black hole. Ja, genau. Das bedeutet, wir müssen gar nicht erst nach einem goldenen Raum suchen, weil da sowieso nichts drin sein wird. Höchstens den Schlüssel. Aber nichts, was uns irgendwie, au, weiterhelfen könnte. Naja. Uns kann jetzt sowieso nichts mehr anhaben. Ich meine... Wir haben eine Robe und ein schwarzes Loch. Oh Gott. Fängt die Träne? Oh, was noch richtig geil wäre, wenn wir jetzt Shielded Tears bekommen. So einen riesigen Schild. Da könnten wir uns einfach da reinstellen. Nee, doch nicht. Der wird zu klein, ne? Oder? Dann könnte man sich da quasi reinstellen und nicht mehr getroffen werden. Hätte auch was. So. Habe ich schon wieder den Boss. Hallo, Pestilenz. Na, wow. Das sieht aber witzig aus. Okay, tickt aber nicht so häufig wie gewünscht. Wegen Yves Mascara, stimmt das. Das habt ihr mir ja auch neulich schon gesagt.
Dies Mascara tickt nur alle paar Sekunden. Deswegen dauert das immer, bis man einmal Schaden macht. Aber wenn man einen Schaden macht, dann ist das auch sehr viel. Oh. Noch eine Lamp of Coal. Yay. Jetzt haben wir zwei. Wächst das jetzt doppelt so schnell? Man weiß es nicht. Vielleicht. Werden zwei angezeigt? Nö. Egal, wir haben zwei Lamp of Coals. Wir nehmen einfach jetzt nur noch alle Schwarzen mit. Okay, dann war das jetzt aber schon schlecht, dass ich den Ball mitgenommen habe. Oh nein, pink. Alles schwarz und dann haben wir sowas Pinkes. Iiii. Und was haben wir da eigentlich? Was haben wir da an unserem Rücken? Da ist auch irgendwas Pinkes. Oh Gott. Wir setzen Akzente, weil unsere Haut auch pink ist. Unsere Welt war zu pink, deswegen haben wir sie schwarz gefärbt. Aber wir konnten nicht unsere ganze Pinkheit abgeben. Gibt es irgendein Item, das einen schwarz macht? Eigentlich nur die Kohle, ne? So. Nee, es gibt auch noch dieses Hunde-Item. Wenn wir das finden sollten, dann wären wir doch total schwarz, oder? Okay, wir müssen dieses Hunde-Item finden. Ja, aber ich glaube, das gibt es nur in Devil Rooms. Na gut, also wir brauchen Devil Rooms. Rooms, ja. Den ersten hatten wir jetzt immerhin schon. Aber sobald wir das sehen, nehmen wir es mit. Dann sind wir nämlich voll schwarz. Und wir müssen irgendwie unser pinkes Etwas loswerden. Oh Gott, das erinnert uns immer an unsere alten Zeiten. Ach. Ja, ich hätte die Batterie auch später einsammeln können. Das wäre effizienter gewesen, aber... Oh, diese Lags. Ach, warum laggt es so? Egal. So, ich kann euch jetzt nochmal zeigen, dass in den goldenen Räumen nichts drin ist. Nur den Schlüssel, der uns nichts bringt. Und ich hoffe, uns fehlt nicht genau eine Münze. Nö, uns fehlt gar keine Münze. Wir brauchen hier keine Münzen. So. Danke, Träne, dass du die Münzen für mich aufbewahrt hast. Sehr nett von dir. Oh Gott, ich bin eingesperrt. Au. Oh, Schat. Das sah voll süß aus. Oh, Schat, komm doch her. Oh, ich wollte ihn retten. Aber das schwarze Loch war zu stark. Verdammt. Gut, Little Chat bringt uns jetzt mal überhaupt nichts. Oh Mann, es laggt. Weil die Träne zu groß ist oder wieso, weshalb, warum. So, hier wären Brimston. Ludovics Technik und Brimston. Was macht das denn eigentlich? Egal. Damit würden wir die Challenge wieder verändern und das will ich nicht. Depths 1 schon. Wow, wir sind echt wieder richtig schnell unterwegs. Er gibt mir viel zu einfache Challenges, wie es mir scheint. Wo man viel zu schnell alles machen kann. Naja, ich suche mir aber auch die leichten Challenges raus. Ich sollte vielleicht nächstes Mal eine echte Challenge raussuchen. Also wo man auch ein bisschen Skill beweisen muss. Und nicht einfach nur durchläuft mit seinem riesigen schwarzen Loch. Und alles vernichtet und alles in sich einsaugt. So. Es laggt aber echt. Das ist ja echt krass. Und ich habe mir ja nicht mal viele Items gegeben. Das sind 5 Stück oder was, die ich mir gegeben hatte. Und trotzdem laggt das schon. Oh, blaue Herzen. Oh, ja. Genau da wollte ich den Schlüssel einsetzen. So. Und wie ist bei euch so? Guckt ihr Awesome Games dann quick? Also ich schon und deswegen kriege ich viel zu wenig Schlaf in letzter Zeit. Ich gucke da sogar diese ganzen Spiele, die überhaupt nicht irgendwie so AAA-Spiele gucke ich da gar nicht. Die spielen ja auch viele solcher komischen 8-Bit-Spiele, aber die sind auch voll interessant, finde ich. Yay. Und morgen ist ja... Na, morgen oder... Am Mittwoch. Ich weiß nicht, wann ich das hier hochlade. Okay, cool. Am Mittwoch wird Kingdom Hearts da gestreamt. Ist auch sehr cool. So. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Nehme ich das mit, nehme ich das mit. Und dann ist alles gut. So, ey, ich fühle mich sicher. Hallo. Werden die eigentlich auch angezogen? Nee, ne? Nee. Die sind viel zu stark an der Wand befestigt, als dass sie dann angezogen werden könnten. Au. Vielleicht sollte ich mich auch einfach sehr weit wegstellen von dem. Dann mache ich nämlich mehr Schaden. Oh, das ist voll der Plan. Tja, Monstro, ich hab dich durchschaut. Ich gehe einfach ganz weit weg von dir.
Und dann kannst du nichts mehr machen. Ha. Na, Devil Deal. Yep. Und wir werden noch ein bisschen stärker, was, glaube ich, nichts mehr bringt, weil wir schon die maximale Stärke erreicht haben. Neun Lebensitem wäre eigentlich umsonst. Wäre umsonst. Ein Speed-Up finde ich sehr schön. Deswegen nehmen wir es mit. Neun Leben, warum nicht? So, setzen wir das noch ein. Und könnt ihr diese Ebene? Lips 2. Steps 2? Ist Steps 2 nicht schon Mutter? 198 Folgen und ich weiß immer noch nicht, in welcher Ebene Mutter ist. Doch in der 6. Aber heißt das Steps 2? Ich glaube schon. Oh Mann. Peinlich. So. Bitte nicht weggehen. Danke. Ich hoffe, ich gehe auch den richtigen Weg. Ach, ihr seid schön. Euch kann man schön leicht vernichten. Vernichtung. Ach, guck mal, die helfen uns sogar. Sehr nett von euch. So, nein, hier ist falsch, okay. Will ich nicht. Was auch immer hier ist, wahrscheinlich pinnen, jo. Das war eine Verarschung. Das hier ist richtig. Und, au. Wow. Hast du die Speed-Up-Pille? Nee, dich hatten wir noch nicht. Eine Telepille. Oh, geil. Wir sind in den goldenen Raum gekommen. Jetzt dürfen wir nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Yay. Für nix. Ja. Toll. Na gut, machen wir gerne. Das Spiel wollte halt nicht, dass wir so schnell diese Ebene beenden. Laufen wir nochmal den ganzen Weg. Zäh. Kriegen wir mehr von dem Spiel mit immerhin. Ist ja auch ganz nett. So. Wir brauchen auf jeden Fall unsere Stärkekarte nochmal, obwohl wir gar nicht stärker werden können. Aber mit einer Stärkekarte fühle ich mich stark. Ja. So, danke. Und es ist Mutti. Die blaue Version. Okay, interessant. Okay, interessant. Okay, ich läge. Okay, sie wird angezogen. Trifft sie uns dann dadurch? Ja. Okay, das ist blöd. Oh Gott, das schwarze Loch hilft uns hier gar nicht. Ah! Wow. Okay, das war mega schlecht. So, was stand da drin? Musste ich irgendwo Spezielles hin? Damit ist es ja richtig. Du darfst keine goldenen Räume mitnehmen. Da will jetzt schon. Und du darfst nicht Gabi werden. Nö. Also, ich darf mir aussuchen, wo ich lang gehe. Deswegen gehe ich zu Isaac. So, wir haben noch über 10 Minuten Zeit. Wir schauen mal rein. Oh. Sind zwei gute Items dabei. Unten links bringt uns nichts, weil das nur Stärke ab ist. Und unsere Stärke schon enorm hoch ist. Aber was war das denn? Das war The Soul, oder? Nee, das war The Mind. Nee, nee. Lieber nicht. Oh, Womp XL. Okay, dann haben wir nur eine Womp-Ebene. Ist auch nicht so schlecht. Ist da vielleicht irgendwo ein X? Nee, da links wäre ein X. Das ist doch ein X, oder? Das da, ja. Kommen wir noch nicht rüber. Das ist ein bisschen schade. Denn so viele Leben haben wir gar nicht. Ah, kacke. Das schwarze Loch der Verderbnis. Pff. Na komm. Oh, muss ich mich echt dir zeigen? So. Okay, 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 okay. Hihihihi. Was ist hier so witzig, hä? Was ist hier so witzig? Komm sofort da runter. So, keine Ahnung, warum ich hier links reingegangen bin. War irgendwie klar, dass wir da nach oben gehen müssen. Hätten wir jetzt The Mind mitgenommen, dann wüssten wir, wo wir hin müssen. Aber dann hätte ich den ganzen... Ah! Oh Gott. Dann hätte ich den ganzen Challenge-Run machen müssen da. Den ganzen... Wie ist es? Bosswasch machen müssen. So, gut, dass wir das schwarze Buch dabei haben. Und wir gehen mal nach links. Okay, links war falsch, aber vielleicht kriegen wir ein blaues Herz. Nur wir kriegen doch zwei blaue Herzen sogar. Yay. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, den ist der Boss bestimmt hier oben. Irgendwo, irgendwann, irgendwie. Boah. Das hat man ja wohl auf jeden Fall im Video gesehen. Oh Gott. Aber klar, so ein schwarzes Loch braucht natürlich auch viel Energie. Das war, glaube ich, eine Speed-Up. Jo. Okay, jetzt sollten wir eigentlich genug Speed-Up haben. Nur zwei Striche, obwohl wir das Trinket haben. Und schon zwei oder drei Speed-Up-Pillen. Okay.
Ich glaube, wäre auch eigentlich besser, wenn wir nicht den Speed-Up bekommen, sondern wenn wir Shot-Speed abbekommen. Beziehungsweise Travel-Geschwindigkeit von dem Ding. Okay. Da frage ich mich, ob er wirklich noch weggekommen wäre von dem schwarzen Loch. Wenn er gedasht wäre. So, noch ein schwarzes Herz. Nehme ich gerne mit. Bisschen rum, Leggy Leggy. Leggy Leggy in my Schmeggy Deggy. Du bist tot, du bist tot. Und tschüss, da war ein Schlüssel. Oh Gott. Na, einen Schlüssel sollte ich vielleicht sogar noch mitnehmen. Für die Chest halt. Damit ich da alles öffnen kann. Deswegen, liebe die Bambit. Und wir sind natürlich den falschen Weg gelaufen. Na gut, gehen wir kurz nach rechts. Wir haben ja auch noch 9 Leben. Guck mal, wir sind schneller als der Screen scrollt. Auf jeden Fall kam mir das gerade so vor. So, Moment. War das jetzt echt so? Guck mal, wir sind nicht mittig. Das fand ich normalerweise immer. Nee. Okay, was auch immer. Blubbidi-blub-blub-blub-blub-bla. Oh ja, alles laggy. Das hatte ich echt noch nie, dass mein Isaac gelaggt hat. Aber vielleicht liegt das ja auch an meinem neuen Prozessor, weil der jetzt viel schneller ist und deswegen laggt das alles. Da gibt keinen Sinn, egal. Hä, wo ist der Boss? Hätte ich mal so weit mitgenommen. Na, willst du dich zeigen? Danke. So, gut, da war ein Schlüssel drin. Und ich hoffe jetzt mal, ja, hier müssen wir wahrscheinlich lang. So, danke. Ach stimmt, das ist eine XL-Ebene. Ja gut, dann kein Wunder, dass sie eben so richtig groß ist. Ach, yeah. Finden wir schon noch irgendwann. Irgendwann, Leute. Irgendwann. In naher Zukunft, da fängt die Zukunft an. Stellt eure Oh nein. Oh, wir könnten zwei Bosse auslassen. Aber dann müssen wir zum Teufel. Nee, habe ich keine Lust zu. Nee, nee. Stellt eure Schiene schon mal auf Zukunft, Leute. Denn wir sind gleich bei Isaac. Bumm, bumm. Das ist natürlich... LOL. Ja, nehme ich mit. Sowas von. Ja, Abaddon, wir sind voll schwarz. Das war mein Ziel. Okay, wir sind voll schwarz. Und unsere Träne, ist die echt noch größer geworden als eben? Ich kommt mir auf jeden Fall so vor, als wenn sie noch ein bisschen größer ist und dass es noch ein bisschen mehr lag. Solange das Spiel aber nicht abkackt, ist alles gut. Und wir kriegen jetzt jedes Mal ein Schild, wenn wir getroffen werden, weil wir keine roten Herzen mehr haben. Ist auch sehr schön. Wir müssen eigentlich nur die ganze Zeit ausweichen. Die Träne bleibt ja sowieso auf der drauf, von daher. So. In Devil, die gab es ja leider nichts. Das ist ja leider nicht die God-Mode, wo man da dann trotzdem noch Items bekommt. Kathedrale. Ich glaube echt, die Träne ist jetzt noch größer als eben. Durch Abaddon. Kann mich aber auch täuschen. Oh nein, wir sehen unsere Leben nicht. Das ist ein richtig ekliger Raum. Ja. Nee, nee, ich gehe da mal. Ah, nicht mich anscheißen. Was soll das? Natürlich war das falsch. Da wird auch falsch sein, aber wir schauen mal. Hey, jo. Verdammt. Gehen wir noch hier unten lang? Wir haben ja genug Bomben. Au. Du Bastard, du. Doch, Mann, die Träne ist doch noch größer als eben. Wir brauchen mal so einen großen Raum, wo wir ungestört sind und dann mal gucken, wie groß die Träne wird. So. Aber ich meine, guck mal, wenn wir jetzt schon hier unten links hingehen und die oben rechts ist. Und wieso verändert die eigentlich ihre Farbe? Hä? Okay, du. Okay. Links. Ja, sieht ganz okay aus. Schlüssel. Nehme ich. Nein, gib mir den Schlüssel. Danke. Jo, okay, wir sind beim Boss. Sehr schön. Wir haben allerdings nicht mehr allzu viele Leben. Na doch, Leben haben wir genug, aber wir haben nicht mehr viele Herzen. So wollte ich das sagen. Okay, so viel Schaden machen wir gar nicht. Vor allem, weil die... Okay, da bin ich einfach reingelaufen. Sehr schön. Irgendwie tickt das nicht so richtig häufig.
Man kann ihn ja auch so ein bisschen mitziehen und dann noch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Das ist natürlich auch cool. Ja, komm hier. Komm in die obere linke Ecke. Ich weiß, du willst dahin. Wir haben... Ach stimmt, aber dann macht ja auch noch Angstdrehen. Ja, geil. Okay. Nee, das ist zu nah. Isaac, aus. Sehr schön. Okay, und ab in die Chest. Ab in die Chest. Ja. Und wir kommen zum Glück nicht mal in die Versuchung, irgendwie den Megasatter zu bekämpfen. Das finde ich ganz nett. Was haben wir hier so? Eine Maske. Forget me now. Hot Bombs. Die Sache ist, wenn wir jetzt Forget me now mitnehmen und das einsetzen, dann können wir zwar nochmal vier Truhen neu aufmachen, aber dann haben wir unser Abaddon nicht mehr. Egal. So, ich hoffe, die sind jetzt nochmal da. Jo, cool. Okay, was kriegen wir jetzt Schönes? Proptosis? Oh nein, das ist schlecht. Nein, jetzt... Nein, das war richtig schlecht. Ah, Dizzy. Du Vollidiot. Ach, fuck. Ja. Wir hatten die Kohle, dadurch wurde das jetzt immer größer, wenn man weiter weggeht. Aber da wir jetzt Proptosis haben, ist das jetzt stärker, wenn wir näher rangehen. Toll, was mache ich denn jetzt? Das ist ja saubescheuert. Kacke. Ah, nee, okay, die Kohle wirkt trotzdem... Hä? Die Kohle wirkt über Proptosis? Das ist ja interessant. Na, wo ist der? Guck mal, da oben waren Augen. Habt ihr das gesehen? Da, Augen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Guck mal da. Lol. Okay, cool. Da sind einfach Augen. Zählt jetzt beides? Zählt jetzt Proptosis und... Und die Kohle. Das wäre ja cool. Auf jeden Fall machen wir gut Schaden. Machen wir jetzt richtig geilen Schaden, wenn wir nah dran stehen? Ja, guck da. Egal, wo wir stehen, die ist immer richtig groß. Ach ne, die wird kleiner. Okay, Proptosis zählt also doch mehr. Hä? Ja, egal. Auf jeden Fall ist sie groß genug. Und richtig, richtig langsam. Aber macht gut Schaden. So. Okay, schade. Kein Boss. Ja, Gemini, mach sie alle tot. Gut, kriegen wir vielleicht eine Pille von euch? Ne, nur einen Schlüssel. Okay. Dann ist er doch bestimmt hier unten. Oh, warum? Könnte sein. Ist auf jeden Fall möglich. Ja, genau. Ja, wir kriegen noch ein bisschen Geld. Geilo, jetzt können wir gleich unser hier das hier einsetzen. Jo, was? Das geht auch mit der Stärke? Was? Unser Space-Item skaliert mit der Stärke, die wir haben. Bitte was? Das ist ja richtig OP. Das wusste ich gar nicht. Okay, warte. Dann machen wir jetzt nochmal eine Ehrenrunde. Solange ich noch Geld habe. Das ist ja richtig lächerlich. Zwei Münzen und alles ist tot. Alter. Na gut, da brauchten wir drei, weil die sich aufgeteilt haben. Bam! Ihr Arschis. Eine Münze nur. Eine Münze und die sind tot. Was ist da los? Oh, alles rewind, okay. Wie lächerlich das ist. Okay, der braucht sogar drei Münzen. Wow. Amazing. Amazing, dude. Amazing. So. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Räume. Und wir haben noch sechs Münzen. Ob das wirklich langt? Ah, fuck, wir haben noch mehr Räume. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie ein paar Münzen wieder. Oh, oh, eine Münze nur noch. Wie sollen wir das noch schaffen? Das ist ja doch auch mal eine Challenge, oder? Dieses Space-Item. Vollen Schaden. Man darf aber nicht schießen. Sondern darf nur das Ding einsetzen. Und wenn man dann keine Münzen mehr hat, dann ist man aufgeschmissen. Yay.
Dann hat man einfach verloren. Na, wäre aber auch. Ja. Ob das eine gute Challenge ist, ich weiß ja nicht. So. Okay, hi. So, und jetzt rerollen wir nochmal alles. Einfach weil wir es können. Und nimm das hier noch mit. Na, jetzt. Yo. Warte, können wir das jetzt richtig. Nee, fliegt trotzdem nicht schneller. Und es ist nicht. Hä, es wird nicht mehr größer. Aber es blinkt schön. Ah, oh, toll. Blinky, blinky. So, und go. Ach, wie geil. Und dann überall. Yo, das ist ja auch voll OP gewesen. Das hinterlässt sogar überall diese Flammenspuren. Nice. Jetzt haben wir leider keinen Gegner mehr, an dem wir das ausprobieren könnten. Schade. Eigentlich sehr schade, ja. Okay. Da sind. Guck mal, da ist ab und zu so ein Stein dran. Ach nee, das ist so ein Zahn. Ah, okay. Okay, okay, ja, cool. Okay, ja. Gut, dann sind wir jetzt mit dieser Challenge auch durch. War eine nette Challenge. Also, mir gefiel sie auf jeden Fall. Nehmen wir nochmal die Stärkekarte und. Yay. Damit haben wir diese Custom Challenge auch geschafft. Und dann würde ich sagen, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Und danke an Elkas nochmal für die Challenge. Wenn ihr noch andere Challenge-Vorschläge habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke da dann immer mal rein und guck, welche mir gefallen könnte. Gerne auch Challenges, die ein bisschen Skill brauchen, aber jetzt nicht irgendwie sowas wie. Weiß ich nicht. Ja. ihr denkt euch da schon irgendwas aus. Und dann. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dizzy.